herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Escape from Tarkov, der Ultimate Singleplayer Season Nummer 2. Ich freue mich tierisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir haben viel zu tun. Wir gehen wieder auf Customs. Leute, diese 5 Scavs, die wollen wir uns jetzt noch holen. Ich hoffe, dass wir nicht wieder auf die Goons treffen. Wir haben immer irgendwie das Glück. So, als erstes, wenn wir das Zippo in die Daily irgendwo, ne? In der Daily war das irgendwo, das Zippo Find and Transfer, da ist es. Das bringen wir erstmal rein. Mal sehen, wie es weitergeht. Dann haben wir Chemical Part 3, die Geschichte. Immer fertig, nochmal 5000, das ist gut. Dann kommt Chemical Part 4. Locate the transport with the chemicals. Marker Customs. Oh, cool. Ja, das können wir machen. Allerdings, Penalty minus 25. Das wäre übel. Das wäre übel, wenn wir das nicht hinbekommen. Und the Vitamins. Shoreline Interchange. Chemical Container, obtain the third Chemical Container. Aber nichts, zweimal Interchange, einmal Shoreline, nichts, was wir jetzt machen können, rein theoretisch. Wir können aber den Marker mitnehmen und wir checken noch einmal kurz, oder ich will noch einmal kurz checken. Chemicals Part 4, wo ist das? Ich glaube, das müsste der blaue Transporter sein in der Halle. Warehouse. Ja, das ist der blaue Transporter auf diesem Customs-Gelände. Wir können ja mal einen Marker mitnehmen. Was ist eigentlich, Moment, jetzt muss ich mal kurz, einmal nochmal kurz schauen. Chemicals, wir müssen den lokalisieren und markieren. Okay, und dann wäre es nicht gescheit. Das heißt, wir müssen dringend einen Marker mitnehmen, Leute. Das machen wir natürlich. Specs, wo haben wir denn da spezial einen Marker-Deal? Den packen wir uns hier rein. Dann kann uns eigentlich nichts passieren. Das verkaufen wir jetzt hier noch schnell. Da geht ja nichts auf dem Flea Market. So 16.000. Ihr seht, wir sind wieder gesunken. Fast 200.000. Ja, hilft ja nichts. Hilft dir einfach nichts. Ich habe übrigens auch ein 60er Magazin eingesteckt. BP-Munition für die richtig harten Fälle. So will ich es nur nennen. Wir haben fünfmal einmal von Skier 2... Achso, die Geschichte, da hätten wir übrigens den Marker auch gehabt. Gut, das, ja, meinetwegen packe ich den damit rein. Das PSO, hauen wir es um Flea Market, keine Ahnung, 9000, filtert bei Item 14.000. Ja, ich glaube nicht. Genauso die Geschichten hier, 23, bumm, zack, erledigt. Und dann haben wir noch unsere Verkäufe vom Flea Market. Das sind auch nochmal 56.000, das schmälert das Ganze ein Stück weit. Ist okay, ja, wir gehen mal Ups and Downs. Also wenn wir sterben, kriegen wir es immer noch irgendwie ausgeglichen, alles cool. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Ziel ist, das Ding zu markieren, 5 Scavs zu töten, wenn es noch geht, bei Dorms vorbeizuschauen und dann rauszukommen. Ich will versuchen, dieses Mal Crackhouse zu meiden. Ich hoffe, dass wir es meiden können. Okay. So sieht's aus, liebe Leute. Dann würde ich sagen, lasst uns reingehen. Ich habe genug gequatscht. Ab auf Customs. 18, 8, ja, das passt. Für ein kurzer Schnitt und dann sehen wir uns ja wieder. Bis gleich. So, das sind wir. Wo sind wir? Es ist frei, aber wir haben aber eigentlich einen ganz guten. Einen ganz guten Spot, muss ich sagen. Für. Markierung und für Exit über Factory beispielsweise. Wie würde ich das so nennen? Strom anschalten. Ja, tatsächlich noch eine Maßnahme. Wir haben uns eine Option mehr aufgehoben, sozusagen.
hier rein. Okay. Hier sollte... Ne, schade. Schade, schade, schade. Wir schalten mal kurz den Strom ein. Und ich schaue mal nach dem Sniper. Da oben schon. Ja, das ist heavy. Das könnte... Oh, welchen Exit haben wir eigentlich? Gut, ZB-13 hätten wir jetzt. Wenn man es hart nimmt. Ansonsten müssen wir genau in die andere Richtung. Und da wird hart gefeuert. Nicht gefeiert, aber gefeuert. Airdrop. Sieht erstmal unbewohnt aus. Zumindest was uns betrifft, würde ich jetzt einfach behaupten. Okay. Wir werden es jetzt wagen. Wir werden jetzt den Weg zum Warehouse antreten. Das ist nicht mehr weit.
Okay. Warehouse ist hier vorne. Wir dürfen auch nicht zu lange. Upsala. So. Und ich würde sagen, das ist okay. Wir bringen das raus, was wir jetzt haben. Wir gucken gleich nochmal nach der Rüstung. Ich glaube, das war eine gute Rüstung. Wenn wir die repariert bekommen. Das ist alles cool. Wir versuchen ZB-13 rauszukommen. Schauen wir ganz kurz, was wir haben. Naja, nehmen wir nochmal mit. Haben wir noch eine. Schade, eine Battery wäre toll gewesen. Vierer Keramik. Aber die ist halt runtergeschossen. Ne? Wir können sie halt nochmal mitnehmen. 43, das nehmen wir auch nochmal mit. Wir probieren es jetzt. Wir versuchen bei ZB-13 rauszugehen. Mission ist erfüllt. Und hier den kürzesten Abstand rauslaufen. Falls wir beschossen werden, nehmen wir jetzt noch ein bisschen Vaseline, damit wir laufen können. Ich hoffe nicht, dass das die Goons waren. Okay, ist nur ein Abschluss gewesen, aber wir haben eine Quest erledigt und wir haben ein bisschen Ausrüstung rausgebracht. Das ist nicht verkehrt. Und wir haben eine Vierer Keramik rausbekommen. Mal gucken, wie weit wir sie repariert bekommen und ob sie leichter ist als die, die wir jetzt tragen. Könnte möglich sein.
Also wir haben hier auch eine Vierer Keramik, die 10,5 Kilo wiegt und die nur 7,2 Kilo. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir die noch gut repariert bekommen. Das war's. Mir ist nicht drin. Siebenundvierzig, 39. Ja, das ist die Frage. Warum lässt sich das nicht weiter reparieren, ne? Okay. Oh, ich sehe gerade. Cash in Stash. 6,6 Millionen. Nee, ist alles gut. Du gerade erzählt, alles hoch. So, das kann versetzt werden. Blutset, das bleibt hier. Das bleibt auch hier. Haben wir den Drawbridge. Okay, das ist so vielleicht. Den Attack 2 Rucksack. Also tausche ich jetzt Gewicht? Das ist mir die Frage. Tausche ich jetzt Gewicht? Das sind mal fast 3 Kilo, 4 Kilo. Tausche ich jetzt Gewicht gegen Rüstung? Ich würde sagen, ja. Ich mache das jetzt einfach. So, verkaufen, verkaufen, MRE. Frage, ob wir es brauchen, ne? Frage, ob wir es brauchen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir können mal gucken, was es auf dem Flea Market bringt. Ja? Das können wir machen. Wir nehmen Red Cola und den Slicker, den nehmen wir mit. Den Plier, den packen wir hier mit rein. Alles cool. Das kann hier mit hin. Auch alles cool. Und ja, Marker. Das bleibt so, wie es ist. Das bleibt so, wie es ist. Wir toppen das Ganze noch ab. Sehr schön. Und dann schauen wir nochmal schnell, was uns das hier bringt. 10.000, 13.000, 3.000, 10.000. Das ist gut. Dann machen wir tatsächlich mal 10.000 von. Zack. Und den verkaufen wir so. Die anderen beiden 15.000 für die Kondensmilch kann auch mit weg. 10.000 fürs MRE. 17.000, ja. Geht auch nicht, hauen wir so weg. Fertig, brauchen wir nicht. Dies brauchen wir nicht. Ja, der kann auch mit weg. Boah, jetzt die Frage. Gehen wir nochmal Customs? Zeit wäre da, ne? Zeit wäre da, nochmal Customs zu gehen. Ja, komm, ich will es riskieren. Leute, wir gehen nochmal Customs. Wir gehen nochmal schnell Customs. Ich will jetzt keinen Factory Run machen oder sowas in der Richtung. Ich will da nochmal rein. Wir wollen nochmal gucken. Wir haben damit zwei Scavs. Oh, das ist completed. Natürlich. Skier, lieber Skier, bevor irgendwas anderes passiert, ne? Du weißt, kannst auf mich zählen. Safe Corridor, was ist das denn? Element Scavs und Underground Warehouse und Reserve. Ja, nee, klar, machen wir. Kein Problem. Kriegen wir da hin, oder was? Skier. Grenade Case. Sehr schön. Das ist ja hervorragend. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Haha, so 10.000 für die Dings. Sehr schön. Dann kann das hier hin, dann kann das dahin. Das geht nicht. Da müssen wir natürlich noch eben was machen. Indem wir die Granaten da einfach reinpacken, ne? Dann haben wir das Belt-Combo, haben wir dann damit quasi auch erledigt. Sehr schön, das kann damit hin. Und hier sieht es sehr gut aus, würde ich sagen, mit dem Grenade Case. Ja, nö, ab auf Customs. Liebe Leute, lasst es uns probieren. Für euch ein kurzer Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
So, da sind wir und wir sind boah, weit ab vom Schuss, Leute. Ach, wir gehen mal ganz entspannt an die Sache ran. Wir müssen ja wahrscheinlich eh wieder... Ja. Schallmunition. Wo ist er hin? Abgehauen? Essen geht auch nicht beim Nachladen. Ach, du ahnst es nicht. Drehst du durch. War das ein... Was ist der Punisher? Was ist der Punisher? Da. Das, glaube ich, war kein Scav. Doch, das war ein Scav. Da suchen wir doch nochmal. Oh, AP-Munition ist cool. Kann man mitnehmen. Muss man nicht. Oh, ist doch einer gewesen. Alter Schwede. Das Magazin.
nehme es mal mit. Ja, danke fürs Hängenbleiben. War einer? Einer dran. Okay, wegen Big Red. Nachladen. Kurz lauschen, ob wir was hören. Das 60er Mac kann einem schon den Hintern retten, tatsächlich. Zumindest. Nun laufen. Mit hinten rausgehen. Reingegangen. Boah, ich bin so unsicher gerade, ich gehe hinten rum.
das nicht? Okay. Wir gehen hier rein. Und checken in Ruhe, was Phase ist. Okay. Sehr schön. Ach, das ist wahrscheinlich Found and Raid, ne? Oder? Nee, es ist PT, nicht BP. Alles klar. Laden was voll, meinetwegen. Trinken was. So. Sehr schön. Das wäre nicht schlecht. Dann schauen wir mal schnell nach. Und da schauen wir das schnell hin. Da gucken wir gleich nochmal an unserem Exit. Der da wo ist? Oh mein Gott. Oh, warte, habe ich da nachgeguckt? Wir sind na, recht voll geladen. Daher. Wir gehen außen rum. Über Dorms. Ich möchte jetzt nicht in die Goons laufen. Kein Interesse dran. Damn. Was hat da? Der ist weit weggelaufen. Hab auch ganz schlecht gezielt, bin ich ganz ehrlich. Das war kein gutes Zielen. Hmm.
kriegen wir den Sniper noch. Zeit läuft mir jetzt auch langsam. Ja, was für Zeit haben wir eigentlich genug, ne? Zu weit weg, glaube ich. Einfach zu weit weg. Okay, wir versuchen jetzt an Dorms irgendwie vorbeizukommen. Am besten vor Dorms zum Depot. Glaube ich, das macht noch am meisten Sinn. Schade, das Smugglerboot ist nicht da. Können wir von da aus ja den Sniper noch erledigen. Ich werde jetzt nicht in Dorms gehen. Okay. Das war der Scav. Der Scav, den wir gebraucht haben. So, mal gucken, was der Hidden Stash hier sagt, wenn er denn da ist. Leider nicht.
nachladen. Das ist gut. Panische abgeschlossen. Also am besten jetzt raus. Ausrüstung sichern. Das war aber auch gerade irre. Ich habe, wir müssen mal reinziehen. Ich habe auf der Straße gestanden, habe mich nicht bewegt und auf den Skeff geschossen. Eigentlich hätte ich tot sein müssen. Ja, eigentlich hätte ich tot sein müssen. So sieht's aus. Da wollen wir mal nicht drüber reden. Über die Nummer. Nein, mein Bauch sagt mir, wir sollten den Weg jetzt nehmen hier. Wir haben schlussendlich erstmal nichts weiter zu killen. Pushen. War hier einer? Sieht erstmal nicht so aus. Gucken wir das Ganze. Das eine Single-Fire Auto. Ist, eigentlich ist die echt gut, oder? Eigentlich ist die echt gut. Da könnte man bestimmt was draus bauen. Das ist ein Sound Suppressor, den nehmen wir natürlich mit. Die Clash. Wisst ihr was? 6 Kilo. 4,5. Weg. Weg. Wir nehmen die Waffe mit. Ist wahrscheinlich jetzt ein Fehler gewesen. Okay. Mit an der Gas Station. Auch nicht so aus, als wenn einer im Tower wäre. Wir rutschen hier jetzt einmal durch. Okay, da ist jemand drin, würde ich sagen.
Ein Sippo, sehr schön. Was essen. Kann nicht schaden. Roller? Nein. Nein. Nix derweil. Okay. Okay, kannst du machen. Kannst du mal machen. So. Ist er das? Nee, ist der Kran. Okay, alles klar. Ob wir noch ein CPU vielleicht finden oder so. Nein. Ein GPU wäre auch toll. Netzteil. Dann haben wir das hier. Gut, wir können mal gucken, ob wir so ein Netzteil einfach mal mitnehmen. Wenn wir eh schon kurz vorm Exit sind, können wir das durchaus mal machen. Suppressor. Das ist auch noch ein Doubleback. Okay. Nehmen wir mit. Den will ich jetzt unbedingt haben. Jetzt nicht so scharf drauf, muss ich nicht haben. Okay, schauen wir weiter. Ja, Wasser trinken wir. Das nehmen wir mit. Boxerram. Boxerram, Boxerram, Boxerram. Moyers ist da nicht die beste Wahl. 7 Minuten. Wir haben noch Zeit ohne Ende. Boah, Tiefen. Lasst uns mal eben einen kurzen Custom Raid machen, ja. So viel zu mir, ne? Das war nicht viel. Okay.
Okay, Leute. Ganz vorsichtig jetzt rausbewegen. Ich glaube, das ist ein G28-Kompressor, ne? Wenn der ist bestimmt was wert. Könnte ich mir vorstellen. Okay, liebe Leute, that's it. Sehr nice. Optimal genutzt, würde ich sagen, oder? Optimal genutzt, die ganze Geschichte. Sehr cool. Sehr ordentlich. Und ja, ich glaube, wir werden einmal gucken, wie viel XP wir gemacht haben. 3000, das ist sehr gut. Wir haben... Wo war das denn? 255... Ach so, das war vorne. Ja, richtig. Ja, Sniper und dann noch den Scav. Jawohl, sehr schön. Wunderbar, die XP nehmen wir mit. Da sind wir sehr weit von der, nicht mehr sehr weit von der 30 entfernt. Das ist gut. Das gefällt mir. Noch ein paar, ja, Aufträge müssen wir mal gucken. Den einen haben wir ja bereits abgegeben. Das werden wir jetzt sofort machen. Ja, die XP rausholen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, was wir dann in der nächsten Folge machen. So, und ja, wir machen als erstes einmal kurz die Abgabe. Ich glaube, das war Shooter. Shooter, Big Customer. Nee, Shooter Born in Heaven. 11.000, complete. Sehr, Shooter, aber Punisher ist das. So, was haben wir denn als nächstes? Limited Shotgun on Woods. Limited Wearing Bakalava. Any type of Stress Vest on Shoreline. Alter. Das sind so Dinge, ne? Was? Was? Hä? Oh nein, ich habe irgendeinen Mist gebaut. Ich habe irgendeinen Mist gebaut. Und ich weiß nicht mehr, was ich mit Mist gebaut habe. Prepper. Prepper hat... Ja, nee, stimmt nicht. Ich habe keinen Mist gebaut. Ich habe keinen Mist gebaut. Oder? Habe ich vielleicht doch Mist gebaut? Wir gucken mal eben nach unten. Nee. Hier ist nichts auf Failed gesetzt. Das ist die Task Big Customer, oder? Nee, ist completed. Haben wir gerade completed. Irgendwas ist gefailed. Message. Peacekeeper. Therapist. Aha, aha. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo ist was schief gelaufen. Ich weiß es nicht. So, Zippo-Leiter. Machen wir. Was ist das? Ich habe schon wieder irgendwas gemacht. Ich muss echt aufpassen, was ich tue hier. Gut, das wird uns jetzt ja mal nicht, ich glaube, Receive All.
Haben wir schon. Okay, irgendwo. Oh, Moment, stopp, 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 stopp. Was ist das? Obtain the military checkpoint. Ah, okay, da könnten wir dann aber wieder plus 25 draufbringen. Egal. Das tut uns nicht weh an der Stelle. Nein. Wir haben hier DVL bekommen. Frage ist, ob wir die behalten oder ob wir die verkaufen. Ich würde jetzt mal so sagen, wir behalten die ganze Bude. Packen die hier mit hin. Sehr schön. Und ja, Leute, den Rest, den machen wir dann beim nächsten Mal. Ich werde vorsortieren. Logischerweise, ich werde 2000 US-Dollar gekriegt. Ich werde vorsortieren. Ich werde das, was wir im Fliehmarkt verkaufen können, werde ich zurechtpacken. Da werden wir uns bei der nächsten Folge drum kümmern. Und wir werden weiterschauen, wie es hier vorangeht. Liebe Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und euch der Kanal gefällt und ich euch gefallen, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Gerne auch ein paar Däumchen unter den Videos und ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch und ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao.